Die seltsame Schleife. Lyrikkritik zu Mattes Kuhn, Selbstgespräche mit einer KI. Die Maschine wird nicht nur die Reflexion bedingen, auch die Reflexion wird die Maschine bedingen, denn die Reflexion hat bereits begonnen, während die Maschine noch konstruiert wird. Dieser Satz stammt aus Mattes Kuhns 388 Seiten langem Buch Selbstgespräche mit einer KI, das bei dem Textkollektiv für digitale Literatur 0x0a im Jahr 2021 erschienen ist. Es erreicht uns in einer Zeit, in der sich Literatur und Digitalität zunehmend miteinander verschränken. Seit ein paar Jahren blüht in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit maschinellen Sprachmodellen, künstlichen Intelligenzen oder sogenannten KIs, die die poetischen Möglichkeiten des Digitalen anreichern, indem sie beispielsweise zur Interpretation und Verknüpfung von Texturen eingesetzt werden. Dieser Zugang trägt nicht nur zum Nachdenken über eine maschinell gestützte Wirklichkeitskonstruktion einer zunehmend digitalisierten Welt bei, sondern auch zu einer anderen Verhältnisbestimmung zwischen Selbst und Welt. Neue Formen der Selbstbeschreibung entstehen, so Hannes Bajor, der mit Gregor Weichbrot das Textkollektiv 0x0a bildet. 0x0a als Symbol, das im Analogen nicht existiert, steht zeitgleich für einen fiktiven Ort, der einer experimentierfreudigen Leserschaft solche neuen Formen digitaler, konzeptueller Literatur in Deutschland näherbringen möchte. Solche, wie sie Mattes Kuhns Buch entfalten. Kuhn hat dafür als Autor mit einer technischen Schreibmaschine zusammengearbeitet, die lernen kann, und mit ihr Gespräche geführt. Daraus sind Gesprächsgebilde gewachsen, die Mensch und Maschine als Autoren skizzieren, auch wie sie dabei miteinander Verstrickungen eingehen. In Bezug auf die Verstrickung merkt Mattes Kuhn in einer Fußnote seines Werkes an, dass die Figur des Kreises, des Zirkelschlusses oder der seltsamen Schleife darin womöglich nicht die ihr zustehende Aufmerksamkeit bekommt. Er ergänzt: Dennoch sind die Bücher gefüllt mit Selbstreferenzialität, die maßgeblich ist für die behandelte Thematik. Ich kann nicht gut sehen, was hier zu kurz kommt, denn in seinem Buch zeigt er für mich sehr eindrücklich, wie Selbstgespräche im Umgang mit einer technischen Schreibmaschine in vier unterschiedliche Formen literarischer Verschleifung eingelassen sein können, sucht episodisches Spiel mit ausführbarem Text, mal reanalytisch, mal dichterisch verschalt und macht damit eigentlich gleich das Leseangebot von vier Büchern. Im ersten Buch wird das Selbstgespräch vom Autor als Segelfläche der Poetik ausgestellt. Sie gibt Einblick in die von der Maschine und dem Autor rekursiv produzierten Text. Einerseits hat Mattes die KI hierfür mit Zitaten aus Ästhetik, Naturwissenschaften, Informatik, Technikphilosophie und Prosa geschult, die er mit seinen eigenen Händen vorab ausgewählt hat. Andererseits schreibt die Maschine hierüber das Selbst- und Weltbild des Autors weiter, indem sie mimetisch lernt, auf welche Weise Mattes Kuhn diese Vorauswahl getroffen hat. Die Verschleifung besteht hier folglich zwischen Varianten der Genese und Transformation von Repräsentationen des Menschen und der Maschine, auch mittels Technik wie maschinellem Lernen. Ich ahne, dass diese Form mimetischer Annäherung immer nur an die Repräsentation des Autors erfolgen kann und entdecke darin eine aufrichtige Mensch-Maschine-Differenz. Ist die Anordnung der Selbstgespräche vom Autor hierbei intuitiv gewählt worden, so folgen sie doch einer Darstellungskonvention. Alle 21 Selbstgespräche sind mit dem Präfix SG-Unterstrich versehen und ihre Nummerierung entspricht der zeitlichen Gesprächsabfolge. Dabei
transportiert die Komposition der Textfragmente durchaus ein Gefühl der Handhabbarkeit interner Repräsentation des Autors und seines Komplexitätsverständnisses von Welt und Selbst für die Lesenden. So sei das Denken in Abstraktionen nicht schwer, hingegen bestimmt. Und müsste das Programm im Gehirn des Menschen bloß exekutiert, dann interpretiert werden, um nichts als Automatismen zu entdecken. Mattes Kuhn ergänzt, auf diese Weise existiere die Welt für die Maschine jedoch nicht. Sie lerne, wie sie seine Repräsentation über Algorithmen bildet, sei Tabulé einer phänomenalen Informatik. Und die Selbstgespräche zeigen, wie dieser Algorithmus nicht als Repräsentation in der Welt von der Maschine erfasst wird, sondern eigentlich die ganze Welt von intelligenten Schreibmaschinen ist und ansonsten Unschlüssigkeit der eigenen Gegenwartsbestimmung. Ob nun die Maschine oder Mattes Kuhn hierbei bestimmte Textfragmente entwickelt haben, bleibt für die LeserInnen dabei fast gänzlich verblasst. Gerade das regt mich jedoch auf meinem Schauplatz zur milden Unruhe an. Im Vorbeifliegen mit Kerze rufe ich, tut es dir nichts, dass die Ausführung deiner Selbstbeschreibung in die Maschine deine eigene Schreibweise heimlich verdunkelt? Die Figur des Kreises, die sich für mich bis hierhin in einer sich von Dauer neu fragenden Schleife schließt, wird über solche Formen des Selbstgesprächs nicht auch der Selbstabgleich des Autors mit einer Technologie provoziert, die zugleich nach einer alternativen Beschaffenheit von Subjektivität verlangt? Ich spüre, er macht mindestens Kissenschlacht mit Identitätlichkeit des technischen Objekts, wie es in SG-27 zur Gedankenströmung heißt. Ist Teil der Welt im Digitalen, in der das Ding vom Unding bereits Witterungen aufgenommen hat. Im zweiten Buch erläutert Mattes Kuhn die Hinterbühne der Selbstgespräche mit einer KI. Unter anderem führt er ein in das, was er grundlegend unter dem Begriff Selbstgespräch versteht. Selbstgespräche beginnen willkürlich und enden ebenso. Darin ähneln sie dem Essay. Nach Adornos Definition fängt der Essay nicht mit Adam und Eva an, sondern mit dem, worüber er reden will. Er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selbst am Ende sich fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe. Ähnlich wird es auch in diesem Handbuch und den Gesprächen passieren, so kündigt der Autor es dem Leser an. Die Selbstgespräche mit einer KI bleiben fragmentarisch und werden sich in Zukunft erweitern. Das Digitale ist das Nicht-Enden-Müssende, das immer weitermachen können, so Kuhn im Mantel des Zitats von Bajor. Die Spielart Handbuch macht ein weiteres Verschleifungsangebot. Es legt einen Zugang zu den Selbstgesprächen über das vom menschlichen Autor vorgeordnete Wissen zu Verfahren der algorithmischen Textproduktion und zu seinem Werkverständnis. Es kann als Nachschlagewerk und Erkenntniswerkzeug dienen, helfen zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren und Idee sein, die Verfahren auszuprobieren. Im dritten Buch ist der Code abgedruckt, der durch die Maschine aufgerufene Funktionen und deren Resultate aufführt. Damit gibt dieser Buchteil anschaulich Einblick in den Mechanismus der Technologie. Im vierten Buch wird das Datenset als Wissen der eingesetzten Schreibmaschine präsentiert, das Mattes Kuhn aus Exzerpten wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Literatur arrangiert hat. Kuhn selbst schreibt mit Foucault, es habe als materielles Gedächtnis persönliche Bedeutung, ließe sich auch als selektiertes Kondensat dessen auslegen, was er gelesen, gehört und gedacht hat. In Verbindung mit den anderen Buchteilen ergibt sich so eine weitere Verschleifung der Selbstbeschreibung zwischen menschlichem und maschinellem Autor. Einerseits wird deutlich, inwieweit Vorschläge der Maschine zwar verfahrensgeneriert,
jedoch in einen durch Kuhn thematisch vorgefassten Rahmen eingepasst sind. Andererseits wird durch diese Wissensbegrenzung die Phänomenologie der Selbstgespräche für sich noch einmal ins Licht gestellt. Geht es nun letztlich, wie Kuhn in seinem Buch behauptet, nur mehr vordergründig um eine Maschine, die ihn beim Schreiben solcher Literaturform unterstützt, sein Denken dehnt und hintergründig eigentlich ihn schreibt? Mit Sicherheit lässt sich sein Buch in die Linie digitaler Literatur einordnen, die sich reflexiv auf die eigenen poetischen Produktionen bezieht. Damit regelt seine Autorschaft nicht nur Verweise auf kulturelle Formen, sondern verteilt und zerstäubt sie, wie es im Beitrag von Jasmin Mehrhoff im aktuellen Sonderband zur digitalen Literatur heißt. Die skizzierten Verschleifungen verstehe ich hierbei insofern nicht als beiläufiges Fahrwerk, sondern als Kuhns literarische Konsequenz, die Reflexion der eigenen technischen und sozialen Bedingtheit in die Auseinandersetzung mit dem Digitalen zu bringen und für ein Publikum nach draußen zu stellen. Die Konsequenz, und das erscheint mir angenehm, gilt in meinen Augen dabei nur für ihn selbst. Der oder die Leserin darf durchaus entscheiden, ob er sich nur mit dem Rumpf einer unverstellten Poesie oder auch mit ihrer automatisierten Verarbeitung durch technische Apparaturen beschäftigt, sowie mit den Techniken des Schreibens, die auf ihnen beruhen. Diese Auseinandersetzung lohnt, wie ich finde, denn dann sind über die Selbstgespräche auch Antworten auf die Frage zu finden, wie sowohl der menschliche als auch maschinelle Autor konstruiert wird. Ich kann am eigenen Körper erleben, dass die Autorschaft in solcher Literaturform nicht mehr klar voneinander zu trennen ist und mit dem Finger auf der Performativität einer doppelt transparenten, seltsamen Schleife entlangfahren. Dann legt sich einerseits eine lebhafte Spur der Verstrickung beider Autoren darüber und andererseits strickt sich zeitgleich etwas zwischen literarischem und wissenschaftlichem Text über das Selbst und zwischen technikwissenschaftlichen Schriften über Maschinen, die lernen können, weiter. Alles bleibt so in Strudellosigkeit ein bloßer Fluss. Thank you.